Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen hier im Tibetischen Zentrum zu dem Vortragsabend mit Professor Jay Garfield. Es ist eine große Freude für mich, sicher für uns alle, ihn wieder hier begrüßen zu können. Jay, it's a great pleasure, an honor for us, for me personally, and I think for many people here, all people here, to have you here again. For the second time after the year of 2010, when you have been here in the Tibetan Center, and 2011, when you have been one of the speakers during the Congress on Mindfulness. Yes, and please allow me to introduce you in German, That would work because I better than think you English. perfectly know yourself perfectly well. If It's only, not if only I did. to If only translate. I did. And the record of your fabulous work and studies. Ja, Professor Jay Garfield ist Professor an dem Smith College in Massachusetts in den USA und unterrichtet dort in den Geisteswissenschaften und speziell ist er Professor für Philosophie. Seine Gebiete sind die Philosophie des Bewusstseins, auch Sprachphilosophie, Logik, aber auch kulturübergreifende Hermeneutik und eine ganze Vielzahl. Er hat so viele Spezialgebiete, dass ich schon denke, die vielen Spezialgebiete zusammengenommen machen einen großen Universalgelehrten aus. Aber ein besonderes Gebiet über seine profundes Wissen in der westlichen Philosophie ist die buddhistische Philosophie, sind die buddhistischen Studien und dies unterrichtet er auch sehr intensiv an verschiedenen Colleges und Universitäten in den USA, aber auch in Australien, Tasmanien und auch, was etwas Besonderes ist, mit Tibetern zusammen, besonders an der tibetischen Universität in Sarnath bei Varanasi. Unterrichtet er regelmäßig westliche Philosophie den tibetischen Mönchen, die dort studieren, und fährt auch regelmäßig mit seinen Studentinnen aus den USA dorthin, so dass sie dort auch tibetische oder buddhistische Philosophie lernen können. Ist Ihnen also sehr an diesem Austausch, an dieser Begegnung zwischen westlicher Philosophie und buddhistischer Philosophie gelegen? Und das macht ihn sicher zu einer Rarität auch auf dieser Welt, denn ja, wenn man in die philosophischen Fakultäten im Westen schaut, spielen die östlichen Philosophien kaum eine Rolle. Und natürlich auch umgekehrt bei den Tibetern zum Beispiel, mit denen wir ja verbunden sind, die ein sehr intensives Studium in ihrer eigenen Tradition haben, hat eben bis vor einigen Jahren die westliche Philosophie noch keine Rolle gespielt. Und Jay versucht, diese Brücke zu schlagen. Ganz persönlich, ganze Reihe von Publikationen, eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Liste, die ich jetzt nicht hier erwähnen kann. Sie können gerne auf dem Internet suchen und das finden, aber eine Publikation oder Übersetzung, die mich besonders beeindruckt und auch hier eine Rolle spielt in unserem Unterricht hier im Tibetischen Zentrum, ist seine Übersetzung eines wichtigen Textes von Nagarjuna, den Grundversen zum mittleren Weg, den Mula Madhyamaka-Karikas, mit einem der wichtigsten Werke Tsongkhapas, einem der wichtigsten tibetischen Gelehrten. Diese Texte hat er zusammen übersetzt mit Professor Ngawasamtim. Und yes, I may personally thank you for this translation, because we just about to finish a course on it My God. that took about 5 years, and That's we I almost as think long as it now we took are us the to do we are the 26th chapter of the it. 27th Wow. 27th chapter, and it has been a great, great joy Oh, good. to have the opportunity to go to all these verses and to the commentary, which is excellent translation. So, thank you very much for that. Und ja, diesen Kommentar, den wir hier auch studieren,
Das ist wirklich eine große Freude für uns gewesen. Und ein anderes Buch, wenn das interessiert, diese Texte zum Buddhismus, eine Sammlung, da findet man in dem Buch Empty Words, Buddhist Philosophy and Cross-Cultural Interpretation. Und was ich auch besonders schön finde, noch ein Buch zu erwähnen, ist, dass er eine Übersicht über westliche Philosophie für Tibeter verfasst hat. Also ein Text, der zweisprachig ist. Auf der linken Seite ist Tibetisch und auf der rechten Seite ist Englisch oder umgekehrt. Und was eben auch von den Tibetern studiert wird. Ja, und heute Abend freuen wir uns auf einen Vortrag über buddhistische Ethik und unsere Wahrnehmung. So we're looking forward to your lecture. Thank you very much, Jay. Thank you very much, Christoph, for an introduction that may be longer than my lecture. Oh, sorry. And far too kind. You can translate. Ja, ich habe auch die große Freude, heute Abend für Sie übersetzen zu können oder für Jay und für Sie übersetzen zu können. Und ich hoffe, das gelingt einigermaßen. Bitte schon mal um Nachsicht. Yeah. It's an enormous honor and just a source of great happiness to be back at the Hamburg Center, where I've had so much fun and made so many friends. And it's also quite astonishing to be in a place where people have actually worked through Ocean of Reasoning. You may be the only group on the planet who has ever read that in its entirety. Also, darf ich mal fragen, wer von Ihnen versteht eigentlich kein Englisch? Nicht so viele. Müssen wir überhaupt übersetzen? Ja. Okay, aber ich fasse mich dann kurz, ja. Also, versuche es. Jay ist eine große Freude, wieder hier zu sein. Und was ihn auch besonders freut, ist, dass tatsächlich diese Übersetzung von Ocean of Reasoning zu dem Kommentar zu diesem wichtigen Grundwerk von Nagarjuna, dass es wirklich jemand benutzt, dieses Buch, und studiert. Wahrscheinlich ist die Gruppe, die das hier macht, die einzige auf dem Planeten, die das ganze Buch von vorn bis hinten durchgearbeitet hat. And I apologize for having to speak to you in English, but I'm really happy to have Christoph translating. Okay, und er entschuldigt sich, dass er kein Deutsch spricht und freut sich, dass ich ihn übersetze. Schauen wir mal, ob das am Ende auch eine Freude sein wird. So, I'll try not to embarrass you too much. My topic for tonight is Buddhist ethics. And I know that some of you attended my lecture a few days ago at the university, which was also on Buddhist ethics. And so there's this terrible danger that you will be extremely bored, those of you who came to both lectures. But I'm going to try to do some different things tonight than I did then. And for those who weren't there, I assure you that I'm only leaving out the boring parts and I'll do more interesting things here. Ja, er hat ja schon einen Vortrag an der Universität gegeben und vielleicht waren einige von Ihnen dort und deshalb kann es vielleicht für Sie jetzt ein bisschen langweilig werden, wenn Sie das Gleiche nochmal hören, aber versucht ein bisschen auch neue Dinge reinzubringen, die dort noch nicht gesagt wurden. Und was er jetzt heute Abend hier auslässt von dem Vortrag, den er schon gehalten hat, sind sowieso die langweiligen Teile. Also Sie bekommen da jetzt nur das Interessante. Now, when I start thinking about Buddhist ethics with you, and I'm hoping we can do this very informally and leave enough time that we can really think together, I really want to think about the project of Buddhist ethics on a very large scale. Because it's my experience that many people, both Buddhists who are practitioners and looking for ethical instruction for Buddhism, and people who aren't themselves Buddhists but develop an intellectual interest in Buddhism, look at Buddhism looking for ethics, and they think they're going to find one thing, and they don't find it, and they conclude that really there's no ethics in Buddhism. Also das Thema heute Abend ist buddhistische Ethik, und es könnte so sein, dass Menschen, die eben einen Hintergrund haben, dass sie sich vielleicht in westlicher Ethik auskennen, in der westlichen Philosophie, dann, wenn sie auf den Buddhismus schauen, die gleichen Konzepte, mit denen sie vertraut sind nach der westlichen Philosophie, diese im Buddhismus in der gleichen Form nicht wiederfinden und dann daraus den Schluss ziehen, im Buddhismus gibt es gar kein ethisches System.
others do something even worse. That is, they know what they're going to find in Buddhist ethics. They're going to find something that looks just like Western ethics, and then they find it there. And when they find it, they completely misinterpret the Buddhist tradition. Und es gibt noch eine andere Gefahr, die vielleicht noch größer ist. Es ist nämlich dann, dass man seine Konzepte der Ethik aus dem Westen, aus der westlichen Philosophie mitbringt. Und dann meint, sie findet man so wieder auch im Buddhismus und dann auch zu einer Fehlinterpretation der buddhistischen Ethik kommt. So I'm hoping what I really want to do is just to set Western ethical traditions aside for tonight, not because they're bad traditions, they're very good traditions, not because they're not useful, they're very useful, but because if we're trying to understand Buddhist ethics per se, I think that trying to use Western systems as a lens through which to see that just gets in the way. It obscures more than it clarifies. Deshalb möchte Jay heute Abend nicht so sehr über westliche Konzepte der Ethik sprechen, sondern sich mehr auf die buddhistische Ethik konzentrieren, sie aus dem Buddhismus selbst heraus darstellen. Denn wenn wir schon sozusagen eine Brille aufhaben, von unserer Vorstellung, was Ethik bedeutet aus der westlichen Tradition und damit dann auf den Buddhismus schauen, dann mag das sogar ein Hindernis sein, um wirklich einen offenen Blick auf die buddhistische Ethik zu bekommen. Buddhist ethics is central to Buddhist practice and Buddhist theory from the very beginning. And we can begin to see the outline and the roots of Buddhist ethics right in the very first discourse that Lord Buddha gave at Sarnath after gaining awakening. Buddhistische Ethik spielt ganz sicher eine zentrale Rolle in der buddhistischen Lehre schon von Anfang an. Wir finden Aussagen zur Ethik schon in dem ersten Lehrrede, die der Buddha in Sarnath gegeben hat. If we just ask ourselves what Buddhism is all about, what's the whole point of Buddhism? The answer, I think, is brutally clear and straightforward. It's about solving a fundamental existential problem, namely the problem that human life is absolutely pervaded by suffering. Wenn wir uns fragen, worum geht es eigentlich im Buddhismus und so eine griffige Antwort zu versuchen zu finden, dann können wir sicher sagen, dass es im Buddhismus darum geht, ein existenzielles Problem, ein Grundproblem unserer Existenz zu lösen. Und das Problem ist, dass unsere Existenz grundsätzlich von Leiden durchzogen ist, mit Leiden verbunden ist. Now we could talk for a very great time about the structure of suffering, but fortunately here we are in a Buddhist Dharma Center where I don't think I have to convince people that life is pervaded by suffering, nor do I have to give too much of the anatomy of suffering. If there are those of you who really believe that life is good and don't know what suffering is, then we'll talk about that in the discussion period. So, da wir uns hier in einem buddhistischen Zentrum befinden, denkt Jay, dass er nicht allzu viel über Leiden reden muss, dass dies einem Buddhismus eine zentrale Rolle spielt, dürfte uns allen klar sein und auch, was die Struktur angeht oder sozusagen die Anatomie des Leidens, wie das Leiden erklärt wird, dürfte uns als Interessierten am Buddhismus deutlich sein. Wenn das bei einigen nicht der Fall ist, dann steht dann in der Ende in der Frage und Antwort Zeit dazu, denn die gibt es die Zeit, das nochmal anzusprechen. Of course, by then you will have listened to me long enough that you won't need to be convinced that life is full of suffering. Genau, und wenn, dann haben Sie, mussten Sie Jay schon so lange zuhören, dass Sie nicht mehr davon überzeugt werden müssen, dass das Leben leidhaft ist. So, the Buddha took it as clear that our life is pervaded by this structure, what I call an existential structure, or in Heidegger's terms, an existential, that we are completely enframed by suffering in its dimensions, and that's a problem. Again, if you don't think it's a problem, then you don't need to worry about a solution.
just like if you don't have a headache, you don't need to take aspirin. And Buddhism promotes itself as a solution to this problem of suffering. So if you're bothered by, if you notice that there's a problem, and if you're bothered by it, then Buddhism presents itself as a solution to that problem. Die Leiden, die es geht, sind, kann man als existenzielle Leiden bezeichnen, sind Teil unseres Existenzials, wie Heidegger das genannt hat. Und der Buddhismus versucht, darauf eine Antwort zu geben, auf diese existenzielle Situation, die mit Leiden verbunden ist. Und natürlich ist diese Antwort nur dann relevant, wenn man diese Situation überhaupt als leidhaft erkennt und nach einer Lösung sucht. Sonst ist es so wie jemand, der eine Schmerztablette nehmen würde, ohne Kopfschmerzen zu haben. Das würde niemand machen. Now, of course, the Buddha in the second truth pointed out that suffering doesn't just happen. Suffering has a cause. And the most fundamental aspect of the cause of suffering is primal confusion about the nature of reality. And we can understand that at a very deep level as our constantly experiencing reality in a way that falsifies its very nature. Und in der ersten Wahrheit, die der Buddha gelehrt hatte, geht es eben um das Leiden. In der zweiten geht es um die Ursachen des Leidens. Und was da herausgestellt wird, dass die Wurzel, die Wurzel unseres Leidens zu tun hat mit Verwirrtheit oder Desorientierung. Das zeigt sich daran, dass ja unsere Sicht, die wir auf die Wirklichkeit haben, die wir für die korrekte halten, ständig dadurch negiert wird oder falsifiziert wird sozusagen, dass wir leiden. Und das zeigt eben, dass wir irgendeinen falschen oder einen verwirrten sozusagen Zugang zur Wirklichkeit haben. That is, we live in a reality where phenomena are interdependent, impermanent and without any intrinsic nature. But in a kind of very deep cognitive reflex, we tend to experience that reality, including ourselves, as independent, permanent, and having intrinsic natures that we apprehend when we just experience things. Und die Wirklichkeit, wie sie ist oder wie sie im Buddhismus dargestellt wird, ist eine, die gekennzeichnet ist von Abhängigkeit, von Unbeständigkeit, die gekennzeichnet ist davon, dass die Dinge kein Eigenwesen haben, keine ihnen innewohnende Eigennatur besitzen. Aber in der Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, spiegelt sich wieder eine grundlegende Verwirrtheit oder Täuschung. Denn wir nehmen die Welt so wahr, als sei sie unabhängig, beständig und als besäßen die Dinge, die Ereignisse irgendwie eine unabhängige intrinsische Eigennatur. Now, of course, traditionally we present these first two truths as the kind of bad news about existence, and the second two are the good news. But I want to spend a little bit more time on that bad news, because there's a fundamental insight in that bad news. That is, the great problem that we have is an existential or a phenomenological problem. That is, that our experience is an experience of pervasive suffering. And the cause of that problem is also phenomenological. The cause of that problem is that the very nature of our experience is an experience that projects and inframes reality in an intrinsically falsifying way. So the first two noble truths give us our predicament if we pay attention in explicitly phenomenological terms. Okay. Sorry. It's a predicament. You have to explain what predicament? It's a, yeah. Unfortunate situation, right? Yeah. Also, wenn wir die vier Wahrheiten, die vier edlen Wahrheiten betrachten, dann können wir sagen, so die ersten beiden Wahrheiten sind so, sozusagen die schlechten Nachrichten, ja, das Leiden und die Leidensursachen, und die letzten beiden Wahrheiten, die von der Beendigung, dem Weg zur Beendigung, das sind sozusagen die guten Nachrichten. Und Jay möchte es aber erst noch mal bei den schlechten Nachrichten bleiben. Denn es geht hier darum,
sozusagen einem die Phänomenologie zu verstehen. Das heißt, unsere Erfahrung, dass es darum geht, was im Buddhismus beschrieben wird, ist unsere Erfahrung, unsere eigenen existenziellen Situation, wie sie sich aus der Perspektive unserer eigenen Erfahrung, also phänomenologisch darstellt. Und diese ist eben gekennzeichnet davon, dass wir die Wirklichkeit nicht so wahrnehmen, wie sie tatsächlich ist, in den genannten Punkten, die Jay gerade schon genannt hat. Und deshalb auch, um die Lösung zu verstehen dieser existenziellen Problematik, muss man erstmal tiefer verstehen, in welcher Weise wir wie einen falschen oder getäuschten Zugang zu unserer eigenen Lebenswirklichkeit haben. And for that reason, we should expect and we will see that a Buddhist diagnosis of how we should live, that is a Buddhist ethics, is going to be fundamentally phenomenological. Und dann versteht man, dass auch die Lösung, die der Buddha anbietet, wie wir uns aus dieser Situation befreien können oder wie wir sie positiv verändern können, dass diese Vorgehensweise des Buddhas eine im Grunde genommen phänomenologische ist. Also die es beschreibt aus der Sicht der unserer eigenen Erfahrung. Now, let's look just for a moment at the fourth truth, the Noble Eightfold Path. Very often traditionally, the path is divided into three sections, only one of which is referred to as explicitly ethical. I think that's a mistake. The entire Eightfold Path is ethical through and through. Werfen wir einen kurzen Blick auf die vierte edle Wahrheit, die des Pfades. Da wird normalerweise gesagt, diese besteht in dem edlen achteiligen Pfad. Und der edle achteilige Pfad normalerweise eingeteilt in drei Schulungen, Ethik, Konzentration oder Meditation und Weisheit. Und so, dass man einige dieser acht Glieder der Ethik zuordnet und den anderen eben in anderen Schulungen. Aber Jay denkt, das ist eine gewisse Fehlinterpretation, denn wenn wir Ethik in einem größeren Umfang verstehen, handeln alle acht Glieder des achtteiligen Pfades drehen sich um ethische Fragen oder um die Praxis von Ethik. And part of the problem, part of the reason for that misinterpretation, it has to do with the mistranslation of the Sanskrit term Shila, or the Tibetan term Tsultrim, as ethics. And then when people misinterpret that term, they then think that only the parts of the path that are associated with Shila are associated with ethics. But that's just a bad translation. And it's a really good idea. I'm going to give my sermon now. It's a really good idea to learn a little bit of Tibetan and Sanskrit, because then you escape these bad... That's the end of the sermon. because then you're not led to misinterpret these terms in virtue of the popular translations into German or to English. Ja, und dem Irrtum liegt einfach auch dem zugrunde, dass man das Wort Shila, was vielleicht so viel wie Disziplin oder Selbstdisziplin bedeutet, was häufig als Ethik übersetzt. Und deshalb, um jetzt eine kurze Predigt zu halten, sagt Jay, es ist gut, ein bisschen Tibetisch und ein bisschen Sanskrit zu lernen, dann kann man solche Fehler vermeiden, Predigt beendet. Und ja, es liegt an solchen leichten Missverständnissen von Wörtern aus den Originalsprachen, aus den Kulturen, woher diese Wörter kommen, aus diesen, die dann zu solchen Fehlinterpretationen führen können. But in any real sense of ethics, the entire Eightfold Path is ethical. And what we see in the Eightfold Path, as anybody notices, is not a set of commands, do this, don't do this, not a sort of set of prescriptions for how we should be, but rather an identification of eight domains of human life in which we should pay attention. Wenn wir uns den edlen achtfachen Pfad genauer anschauen und vollständiger begreifen, dann handelt es sich eher nicht um bestimmte Anweisungen, was man tun soll und was man nicht tun soll, sondern mehr darum, bestimmte Sichtweisen, vollständige Sichtweisen zu bekommen auf acht wichtige Dimensionen unseres Lebens oder unserer Existenz.
And so we can understand the Eightfold Path as saying things like, pay attention to your actions. Think about those morally. Think ethically about what you say, about your speech. Think about how you earn your living. These are kinds of things that structure your life. So the Eightfold Path is identifying domains of our existence in which we should be paying ethical attention. Das heißt, es geht darum, in diesen Domänen unserer Existenz, unseres Lebens, eine Aufmerksamkeit oder Bewusstheit zu entwickeln, darauf zu schauen, uns deutlich zu machen, was sie in unserem Leben bedeuten. Zum Beispiel, wie wir handeln. Wir handeln in unserem Leben. Wir sind aktive Menschen, Akteure. Wie handeln wir? Wir reden. Also es ist gut, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, wie wir reden. Wir kümmern uns um unseren Lebensunterhalt. Also es ist wichtig, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, wie wir uns unseren Lebensunterhalt besorgen. Das heißt, aus einer ethischen Perspektive heraus, diese Dimensionen unseres Lebens zu betrachten. So kann man den edlen achtfachen Pfad verstehen. And some of those domains are domains that, for instance, many Western theorists wouldn't immediately notice as important ethical domains. Und einige dieser Domänen würden wahrscheinlich aus der westlichen, traditionellen oder philosophischen Perspektive heraus gar nicht als ethische Dimensionen angesehen werden. I just want to take two as examples and explain how, from a standpoint of really understanding path, we understand Buddhist ethics as doing something very special. Und ich möchte nur zwei Punkte herausgreifen, die zeigen, dass der Buddhismus hier in dieser Weise, was die ethischen Fragen angeht, etwas ganz Besonderes ist. Take right view, for instance. You might think that, well, the way I behave and maybe what I intend and how I earn my living might be moral concerns. But why is it an ethical matter what my philosophical views are? Zum Beispiel, wenn wir die sogenannte rechte Ansicht nehmen, die rechte Sicht, ein Teil des achtfachen Pfades, dann kann man sich ja schon die Frage stellen, was hat jetzt meine Weltanschauung, meine philosophische Sicht mit meiner ethischen, moralischen Lebensführung zu tun? But if we pay attention, we see it really can be a very important problem. Suppose, for instance, that I believe that women are fundamentally stupid and can't learn anything. That just happens to be my view. We wouldn't say, oh, gee, Jay just made a psychological mistake. There are some things he doesn't know. Like, for instance, he might not know the meaning of a particular term, or he might not know something about chemistry, and he also just doesn't know something about women. He'll learn. We wouldn't say that. Also wenn zum Beispiel Jay die Vorstellung hätte, ja, Frauen sind irgendwie intellektuell minder bemittelt und sie bringen nichts zu Wege und so weiter, dann würden wir nicht sagen, das ist einfach ein normaler Irrtum oder Nichtwissen, wie dass wir nicht wissen, wie eine chemische Formel zusammengesetzt ist und darüber in einem Irrtum befinden, sondern es ist etwas mehr, viel mehr Fundamentales. So, we can criticize views morally, and it becomes even more interesting in the Buddhist context, because we might take a metaphysical view that we might just think of as quite innocuous, like, for instance, every human being is completely independent and stands on their own two feet with their own immortal soul and is responsible for everything that happens to themselves. We might take a strong view of human independence like that, like the one that many of us are brought up with in Western countries. What's about that? Do you want me to go further? Yeah. Okay. But from a Buddhist point of view, that view is just as morally problematic as my view that women are basically incapable of learning anything. Because just as my view that women are incapable of learning, I don't really have that view, by the way. But if I didn't want to impute it to Christoph, that would be cruel. But if I did, what that would do is it would lead me to behave in morally egregious ways. Similarly, the metaphysical view that I'm an independent existence, not dependent on anybody else, can lead me to behave in ways that are fundamentally selfish, in ways that deny my interconnection to others, and so is a view with fundamentally moral consequences. Und ja, es gibt eben sozusagen metaphysische Ansichten, die eine moralische, ethische Komponente dann mit sich bringen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so deutlich ist, wie in dem Fall, dass jemand sagt,
Ja, Frauen haben keine Ahnung, sie können nicht, sie sind haben nicht intelligent und so weiter. Da wird uns sofort klar werden, dass das eine starke ethische, moralische Komponente hat. Übrigens, das ist nicht Jays Ansicht, also dass man ihn dann jetzt nicht falsch versteht. Da ist das klar, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand die metaphysische Ansicht hat, es gibt irgendwie eine unabhängige Seele vielleicht oder ein unabhängiges Selbst, das für sich steht, quasi isoliert und seine eigenen moralischen Entscheidungen trifft und so weiter, isoliert von den anderen, dann denkt man vielleicht, ja, das ist doch, ja, das ist mehr so eine philosophische, metaphysische Ansicht, aber das hat keine Auswirkungen in Bezug auf die Ethik. Aber das ist eben nicht der Fall, speziell aus buddhistischer Sicht nicht der Fall. Denn diese Vorstellung isoliert mich von den anderen und verhindert die Verbindung von mir selbst zu den anderen zu sehen und hat dann eben auch eine starke moralische oder ethische Auswirkung, wie ich im Verhältnis zu den anderen mich verhalte. Zum Beispiel, was kann es leicht zu einer egoistischen Sicht führen, die Bedürfnisse der anderen zu vernachlässigen und so weiter. Similarly, many people might not think that right meditation or right concentration is a moral issue. We're not used to thinking that people are immoral for not calming their minds, for not developing mental focus. We might think they're stupid if they don't meditate, or unwise, or something like that. But we don't often take that to be a moral concern. From the standpoint of the Eightfold Path, it's a very serious moral concern. Because attending to our moral lives requires that we develop the ability to pay serious attention to what's going on around us, to notice the moral dimensions of life around us, to notice what's going on with other people around us, and to act in reflective ways in response to that. If you don't develop skills of attention, and the ability to calm and distance yourself and reflect, you're not going to be able to develop the kind of sensitivity that enables genuine moral responsiveness. So auch zum Beispiel, ja, rechtes sich versenken oder Meditation ist ein Teil des achtfachen Pfades. Und man könnte auch da denken, es ist ja keine ethische Frage, ob jemand meditiert oder nicht. Das ist einfach, der eine macht's, der andere macht's nicht. Das ist dann vielleicht faul oder träge oder es ist irgendwie nicht gut für sein Wohlergehen, aber eine ethisch-moralische Frage würden wir daraus nicht machen. Aber das ist aus der Sicht des achtfachen Pfades anders, denn wenn ich nicht lerne, auch über mich selbst zu reflektieren, mich selbst auch aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, zu kontemplieren, zu meditieren, die Art und Weise, wie ich in der Welt lebe, mit anderen verbunden, und die Bedürfnisse und so weiter der anderen auch mit einbeziehe, darüber wirklich bewusst aufmerksam reflektiere, meine Aufmerksamkeit nicht darauf richte, hat das sehr negative ethische Konsequenzen für die Art und Weise, wie ich mein Leben führen werde. Insofern ist Meditation auch eine ethische Frage. So, the point that I just want to make at the beginning here is that even from the very beginning of Buddhism, in Shravakayana texts, like the Sutra Turning the Wheel of Dharma, we have already a representation of ethics as involving all of our lives, and ethics as a fundamentally phenomenological concern. We're now going to turn to a specifically Mahayana text and see how that phenomenology is sharpened in Shantideva's diagnosis of samsara and diagnosis of how to achieve liberation from samsara. Und so kann man sagen, dass direkt von Anfang an, von den ursprünglichen Texten des sogenannten Shravakayana, wie in dem ersten Lehrrede des Buddha über die vier edlen Wahrheiten, schon diese ethische Dimension aufgemacht wurde oder aufgezeigt wurde, die unser ganzes Leben, unsere ganze Existenz betrifft. Und diese, und zwar aus der, die Phänomenologie beschreibt und dies aus der phänomenologischen Sicht beschreibt. Und diese
Darstellung der ethischen Dimension unserer Existenz wird dann noch klarer herausgestellt in den Mahayana-Texten und zum Beispiel in Shantidevas Bodhicaya Avatara, einem Text aus dem 7. Jahrhundert etwa in der Mahayana-Tradition. Darauf möchte Jay jetzt noch etwas näher eingehen. But I do want to add one footnote before I go on, and that is, I like to always emphasize when I'm teaching in Mahayana centers that there's a lot to be learned from Shravakayana texts. And so far, everything that I've talked about depends only on Shravakayana texts. So my advice to you, even if you think of yourselves as Mahayana practitioners, don't think of yourselves as too good to read Buddha Vachana. Read Shravakayana texts. Sermon 2. Hmm? That was sermon 2. That was the second sermon, yes. Exactly. Exactly. Ja, deshalb sein Rat, Jays Rat, und dann möchte er also eine gewisse Warnung aussprechen jetzt, wenn er zu einem Mahayana-Text geht und das auch mit einem Rat verbinden. Also die Warnung ist, dass er damit nicht sagen will, dass irgendwie die Shravakayana-Tradition oder Texte irgendwie untergeordnet sein oder weniger wichtig, von weniger Bedeutung sein. Im Gegenteil, alles, was er sagen wird, und das auch aus der Mahayana-Tradition stammt, stammt ursprünglich aus dem Shravakayana, ist aus dem Shravakayana gewachsen. Deshalb sein Rat, auch damit diese ursprünglichen Worte des Buddha nicht zu missachten, sondern auch wirklich seine Aufmerksamkeit darauf zu richten, auch wenn wir hier in einem Zentrum sind, das sich hauptsächlich mit Buddhismus aus der Mahayana-Tradition beschäftigt. Mm. So at the very beginning of Bodhicharya Avatara, Shantideva distinguishes two kinds of bodhicitta. Am Anfang seines Bodhicharya Avatara unterscheidet Shantideva zwei Arten von bodhicitta. And I think the way in which he distinguishes these is extremely instructive for us in thinking about the structure of Buddhist ethics. Bodhicitta, dieses Streben nach diese Motivation, die Erleuchtung, das Erwachen zu erreichen zum Wohle der Wesen, Klammer zu. Also davon gibt es zwei Arten und diese sind sehr, sehr hilfreich, sie zu verstehen, um diese Vorstellung der Ethik, die Shantidevas Werk zugrunde liegt, besser zu verstehen. So he distinguishes between aspirational bodhicitta and engaged bodhicitta. And he says that you can see the difference between these two just as you can see the difference between somebody who is just planning to travel and somebody who has already traveled and been to a destination. Da wird unterschieden zwischen einer Art wünschenden Bodhicitta und einem engagierten Bodhicitta. Oder dem Bodhicitta ja des Wunsches und der praktischen Anwendung oder Ausübung. Und Shantideva vergleicht das damit, dass er sagt, es ist so, wie man ja auch den Unterschied versteht zwischen jemandem, der eine Reise nur plant und jemand, der sich tatsächlich auf der Reise befindet. Da gibt es einen riesengroßen Unterschied. Now, I think people often just read past this metaphor and go on and just notice the distinction between the two kinds of bodhicitta. But in my experience with Buddhist texts, almost everything that's interesting is in the metaphors. So I want to pay attention to this metaphor. Und vielleicht geht man über diese Analogie, dieses Gleichnis quasi hin drüber. Ja, das ist wieder so eine Metapher. Aber Jay findet gerade es interessant, sich diese Metaphern genauer anzuschauen, weil sie doch eine tiefe Bedeutung, wichtige Bedeutung enthalten. Imagine me before I came to Hamburg for the first time. I sit at home and I read guidebooks about Hamburg, right? And so what I learn is that Hamburg's a big city with a river going past it and a lake in the middle and maybe something else and a university. Oh yes, there's a university. So now I think I know these things. I know all there is to know about Hamburg. Big city, lake, river, university. And I say, okay, now I know what Hamburg is going to be like. You forgot the Reeperbahn, actually. I did, but we're in a Dharma center. We shouldn't talk about that. You only think about one thing, Christoph, but some of us have our eyes in a higher place. Also, stellen wir uns vor, wo Jay nach Hamburg gekommen ist.
wäre er, also hätte er nur einen Reiseführer gelesen und hätte er das gelesen, über Hamburg liegt an der Elbe, an einem Fluss und mit einem großen See in der Mitte und natürlich in einer Universität. Und ich habe gesagt, und die Reeperbahn natürlich, die hat er vergessen. Die möchte er natürlich hier im Dahmer-Zentrum nicht erwähnen. Klar. Ja, angenommen, er hätte nur das so gelesen. How, and so I might develop a kind of cognitive preconception about what Hamburg is, but there's a sense in which I have no idea what the place is actually like. But now, having traveled to Hamburg on my third time, now I feel like when I talk about Hamburg to somebody, I'm not simply reading from a guidebook and saying, there's a river, a university, a lake in the middle, lots of people. I can actually talk about what Hamburg is like, what it feels like to be here, what the experience is. And that's entirely different. It's a different way of knowing Hamburg. It's knowing it directly. It's knowing it intimately. Not in that sense. and it gives me a kind of immediate and rich experience that I can't get just by thinking about it and reading about it. Ja, und dann hat er sozusagen also eine Vorstellung, ein Konzept über Hamburg. Und aber es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn er hier nach Hamburg kommt, dann kann er aus seiner eigenen Erfahrung dann berichten, wenn er wieder nach Hause kommt vielleicht, wie es sich anfühlt, hier in Hamburg zu sein. Er kann seine eigene Erfahrung wiedergeben, sozusagen seine intime Erfahrung. Nicht von der Reeperbahn natürlich. Und das ist etwas ganz anderes als diese Vorstellung, die durch das Lesen des Reiseführers entsteht. Now notice that in the case of these two kinds of knowledge, it's the same me and it's the same Hamburg. But my mode of experience is completely different, and that transforms everything. Coming to Hamburg transformed my very way of knowing the place. It didn't transform me, didn't transform Hamburg, it transformed my experience of Hamburg. So das sind zwei quasi kognitive Zugänge zu Hamburg. Eins durch diese Begriffswelt des Reiseführers und eins durch die direkte Erfahrung. Und natürlich hat sich dadurch nicht im zweiten Fall, wenn er hier ist, Hamburg wirklich verändert. Er selbst hat sich im Grunde auch nicht verändert, aber in seiner eigenen Erfahrung hat Hamburg ein ganz anderes Bild oder ist ein ganz anderer, ist ein anderes Wahrnehmungsobjekt in seiner Erfahrung, als wenn es nur aus den Büchern, aus den Beschreibungen kennen würde. Similarly, the transformation between aspirational bodhicitta and engaged bodhicitta doesn't take me to a different object. I still have an aspiration to attain awakening for the sake of sentient beings. Awakening, sentient beings, same object. But what's transformed is my mode of engagement with, my way of experiencing, my very way of taking up with sentient beings and with myself as an aspirant. So the transformation between aspirational bodhicitta and engaged bodhicitta, just like my transformation with respect to Hamburg, is a phenomenological transformation. Und das kann man als phänomenologische Transformation oder Veränderung bezeichnen. Das heißt, in Bezug auf die eigene Erfahrung. Und das ist genau das, was sich auch abspielt, wenn man unterscheidet zwischen dem oder übergeht von dem sogenannten wünschenden Bodhicitta zu dem engagierten Bodhicitta. Beides ist der Wunsch, die Erleuchtung, das Erwachen zum Wohle aller Lebewesen zu erreichen. Aber sie unterscheiden sich dadurch, dass das Erste eben nur ein Wunsch ist, der nicht mit der Erfahrung dieses Weges tatsächlich verbunden ist, während der im zweiten Fall Bodhicitta im Zusammenhang mit der Praxis des Bodhisattva-Pfades eben die Erfahrungsebene mit hineinbringt. Und insofern kann man sagen, auf eben dieser phänomenologischen Ebene oder Erfahrungsebene ist es ein riesengroßer Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Bodhicitta oder dem Streben nach Erwachen zum Wohle der anderen Lebewesen. Es ist eine andere Erfahrung oder ein anderer Zugang zu den Lebewesen, mit dem man dann aktiv, engagiert quasi arbeitet und auch ein anderer Zugang zu sich selbst, da man sich selbst als Übenden, als dieses Pfades erlebt.
Now, often when people read Bodhicharya Avatara, they're so eager to get to the beautiful sixth chapter that they kind of race through the early chapters. And what I want to do is to focus for a few minutes on Shantideva's very subtle understanding of the nature of our experience of the world in samsara, especially in the second chapter. Und häufig, wenn man Bodhicharya Avatara liest, dann geht man relativ schnell durch die ersten Kapitel durch, besonders zweite, dritte, vierte, bis man zum fünften Kapitel ankommt, das von der Achtsamkeit handelt. Aber you will burn in hell for that. I had to translate the word Jerembuche so often in my life. So I understand. It's an easy confusion. We're often mistaken for one another. So, also, Jay möchte doch ein bisschen näher auf das zweite Kapitel eingehen. Okay, so I'm actually going to read you some verses, but the first thing I want to say is a lot of what I'm thinking about came to me when I was working on Bodhicharya Avatara to translate just little bits of it for another purpose. And it suddenly struck me, something that I had never noticed before, and I wonder if you've noticed it, what the most common technical term is, the most common morally important term is in the first two chapters of Bodhicharya Avatara. And it surprised me when I realized that. The word is fear. Ja, und das, worauf Jay gestoßen ist, als er sich mit dem Text befasst hat und einige Passagen dafür verschiedene Zwecke übersetzt hat, das ihm plötzlich aufging, ist, dass ein Wort besonders häufig vorkommt bei Shantideva, besonders in diesen Anfangskapiteln, und das ist das Wort Furcht. So I'm going to read a few verses right now, and I'll put them in front of you so you can read them too, to kind of illustrate this point. And we're looking at verses 38 basically through 58. I'm going to skip a few. Thus, since I have not realized that I'm ephemeral, through confusion, attachment, and aversion, I've committed many kinds of vicious deeds. O protectors, through being inattentive and heedless of the danger of this impermanent life, I've achieved much that is vicious. With distressed glances, I seek protection in the four directions. Which good person will protect me from this great fear? Having seen there are no protectors in the four directions, I fall into total confusion. With no protectors anywhere, what shall I do in such a state? I can't either. ja, und zum Beispiel die Verse 38 und die folgenden im zweiten Kapitel. Da heißt es, da ich nicht erkannt habe, dass ich vergänglich bin, dass ich sterblich bin, habe ich aufgrund von Verwirrtheit, Anhaftung und Hass vielfältige negative Handlungen begangen. O Beschützer, weil ich unaufmerksam war oder unachtsam war und nicht an die Gefahren gedacht habe, die daraus entstehen, habe ich aufgrund dieses vergänglichen Lebens so viel Negatives angehäuft. Deshalb mit vor Furcht ausgerissenen Augen suche ich Schutz in allen Richtungen. Und wer kann mich wohl vor dieser großen Gefahr, vor dieser großen Furcht schützen? Nachdem ich gesehen habe, dass es keinen Beschützer gibt in den vier Richtungen, falle ich in vollkommene Verwirrtheit. Oh, es gibt keine Beschützer irgendwo. Was soll ich in diesem Zustand nur tun? And then this passage continues. Overwhelmed by fear, I offer myself to Samantabhadra, and of my own accord, I offer my body to Manjugosha. In despair, I cry out for help to the protector Avalokiteshvara, who acts compassionately and inerrantly, begging him to protect my vicious self. Now, having experienced the great terror, heeding what you once told me, I approach you for refuge, so that you might quickly dispel my fear. It makes no sense for me to enjoy the present day, saying to myself, I won't die just now. The time when I cease to exist will inevitably arise.
Und es geht dann weiter, zum Beispiel Vers 49 in dem Kapitel, übermannt durch Furcht bringe ich mich selbst dem Bodhisattva Samantabhadra dar, und ebenso bringe ich meinen Körper oder mein Leben dem Manjugosha dar. In Verzweiflung rufe ich nach Hilfe, nach dir, Beschützer Avalokiteshvara, der aus Mitgefühl handelt und niemals fehlt. Und ich bitte ihn, dieses von negativen Handlungen befleckte Selbst oder diese Person zu schützen. Nun, nachdem ich diese große Furcht erlebt habe, werde ich mich darum bemühen, das zu bewahren, was du mich gelehrt hast. Ich werde zu dir meine Zuflucht nehmen, so dass du schnell meine Furcht beseitigen mögest. Es macht keinen Sinn, dass ich nur den gegenwärtigen Tag genieße, indem ich mir sage, auch heute werde ich wohl nicht sterben. Denn die Zeit, wenn ich aufhören werde zu existieren, wird unabwendbar kommen. This is very powerful language, and I think that in many respects these are some of the most important verses in the entire text. Und das sind sehr machtvolle, kraftvolle Worte, die Shantideva dort schreibt, und gehören wahrscheinlich zu den kraftvollsten des gesamten Werkes. Here Shantideva is giving us a very profound diagnosis of the phenomenology, we might even say, quoting Freud, the psychopathology of everyday life, of focusing us on the very deep aspects of our own psychology that propel us to unhappiness. Und Shantideva weist auf die, beschreibt die Phänomenologie unserer Furcht, oder nach Freud könnte man sagen, the psychopathology of everyday life, very famous paper. Psychopathologie des täglichen Lebens. And so I was saying that what he does is gives us a very fundamental diagnosis of this kind of state of our own, the kind of unhappiness and terror that propels us to unhappiness. Und es gibt eine sehr tiefgründige Diagnose der fundamentalen Situation oder der Phänomenologie, die dazu führt, dass wir im Grunde Leiden erleben. Now it's important to see that Shantideva in these verses, as Freud was to about 1,000 years later, identifies the fundamental cause here as an anxiety about death. Und es ist sehr interessant, dass Shantideva vor so langer Zeit, also 2000 Jahre vielleicht vor Freud, diese Diagnose stellt, dass es um die Furcht vor dem Tod geht. And when I think about this, I imagine Shantideva on his way to work every day. Because Shantideva and I were in roughly the same line of work, that is, we're both philosophy professors. He worked at Nalanda University, which had one of the greatest philosophy departments in the history of the world. But we both, you know, go to the office every day, and we're both confronted with the building in which we work. So, und Jay stellt sich manchmal vor, dass Shantideva also täglich zu seiner Arbeitsstelle geht. Shantideva war ein großer Gelehrter und Meister in Nalanda, einer großen Klosteruniversität. Er kann sich vielleicht mit ihm in gewisser Weise vergleichen, insofern, dass sie beide irgendwie Philosophieprofessoren waren. Und stellt sich vor, wie er in sein Büro geht und wie Shantideva in zu seinem Arbeitsplatz gegangen ist. When Shantideva went to work, we know what was on the wall right outside of the door of his office building. It would have been the same drawing that was on the wall outside of every Indian Buddhist temple. That is the representation that we call the Bhava Chakra or the Sikor, the representation of the Wheel of Life. Ja, wir wissen, was Shantideva dort gesehen hat, wenn er seinen Arbeitsplatz quasi betrat, dass die Darstellung, die wir vor jedem buddhistischen Tempel in Indien oder in Tibet oder sogar in Hamburg finden, nämlich die Darstellung des Lebensrades, des Bhava Chakra. And so when I read these opening chapters of Bodhicharya Avatara, I see Shantideva
contemplating the significance of that image. Und wenn Jay sich Shantideva vorstellt, wie er dort in sein Kloster gegangen ist, dann stellt er sich vor, dass er diese Darstellung des Lebensrats gesehen hat und darüber kontempliert hat. When we look at that image, what we see at the center are the three kleshas of attraction, aversion and confusion, the snake, the rooster and the pig, that are at the hub of the wheel. But what they do is they rotate that wheel, turning us constantly through six different states of being, the six different states of being that characterize the phenomenology of samsara. Und wenn wir uns das Bild anschauen, dann sehen wir im Zentrum dieses Lebensrades das Schwein, den Hahn und die Schlange, die für die drei fundamentalen verblendeten Bewusstseinszustände stehen, nämlich Unwissenheit oder Verwirrung und Hass und Gier, oder Gier und Hass in der Reihenfolge, wie ich es jetzt gerade genannt habe. Und diese sind in ständiger Bewegung und sie setzen eben auch das Rad um sie herum in Bewegung. Das bildet die sechs Daseinsbereiche ab. Das zeigt also, wie wir getrieben von diesen drei Grundübeln in einem ständigen Kreislauf uns befinden, der gekennzeichnet ist von dieser existenziellen Furcht, die Shantideva beschreibt. And so we have these six fundamental ways of being. Sometimes we find ourselves in a hell realm when we walk outside and it's pelting rain and cold and everything is awful and we just feel terrible. And then we have to go to a boring lecture even, you know? Ja, das sind sechs Zustände, durch die wir erleben, die wir erfahren in unserem Leben, vielleicht die Höllenexistenz sozusagen, dass wir uns manchmal in einfach einem schrecklichen Zustand befinden. Vielleicht regnet es fürchterlich, es ist kalt und nass und wir fühlen uns auf jeden Fall in jeder Hinsicht elendig und dann müssen wir vielleicht noch hier zu so einem Vortrag gehen. And sometimes we find ourselves in this realm of hungry ghosts, where we really are feeling very needy. We need people to, you know, accept us. We need people to give us security. We need, and we can never get what we need. And we have that kind of feeling, and we find ourselves in the hungry ghost realm. Sometimes we find ourselves in that realm of the Asuryas, of the heroes, where all that's important to us is recognition and fame, and we're willing to do almost anything for that. Even translated the Dharma Center. Und dann manchmal finden wir uns vielleicht in der Welt der Pretas, der hungrigen Hungergeister, die also ständig gieren nach etwas. Wir fühlen uns vielleicht einsam, allein. Wir haben ein starkes Begehren nach Zusammensein mit anderen. Wir wollen dieses oder jenes unbedingt haben. Wir spüren einen sehr starken Mangel, der unsere Lebenssituation charakterisiert. Oder wir sind quasi bei den Asuras, diesen Halbgöttern, die auf dem ständigen Kampf sind nach Ruhm, nach Anerkennung durch andere, aber doch immer ein bisschen unterlegen sind. Sometimes we behave in absolutely brutal ways without thinking. We react to people sharply. We react in anger. We don't even consider what we're doing. We act like animals, and we're in an animal realm. Sometimes, on the other hand, we find ourselves maybe in the Kunsthalle surrounded by Paul Klee angels, and we're just in this beautiful Devaloka, this beautiful God's realm, and we know that the world is just beautiful and nothing could possibly be wrong anywhere. Hamburg. Exactly. Ja, dann manchmal sind wir vielleicht voller Aggressionen. Wir überlegen gar nicht. Wir sind getrieben von Emotionen, von unseren Affekten und verhalten uns vielleicht wie die Tiere. Dieses tierische Element. Oder wir fühlen uns wirklich wie in einem Deva-Himmel, dem Götterhimmel, wo alles rosarot ist, wo alles schön ist. Wir erleben all diese verschiedenen Zustände in unserem Leben. And sometimes, maybe for a few minutes in the day,
and we find ourselves really behaving with like human beings, with humanity. And that's a really wonderful place to be, and sometimes we manage to achieve that. I don't know if you say this in German, but in Yiddish, the kind of the highest praise we can give of somebody, to say he's a real mensch, that he's a real human being. And that's hard to achieve, right? It's easy to be, you know, biologically human. It's really hard to be human. But that is one of the realms we can sometimes find ourselves in as we cycle through. And my guess is that each of us goes through each of these six realms in every day. And Shantideva's idea is that we're propelled by these three kleshas, the attraction, aversion, and confusion, to be helplessly moving between these without much direction. Ja, und dann vielleicht einige Minuten, vielleicht nur des Tages, fühlen wir uns als wirklicher Mensch und haben diese Qualitäten, die das Menschsein ausmachen. In Jiddisch offenbar ist das beste Lob, das man jemandem zusprechen kann, ist sagen, zu jemandem zu sagen, du bist ein Mensch. Und vielleicht erleben wir das nicht sehr häufig. Und dann spüren wir, das ist eigentlich eine wunderbare Existenzform. Und wahrscheinlich drehen wir uns alle täglich durch diese verschiedenen Zustände, durch diese verschiedenen Bereiche. Und Shantideva sagt, dass dieses Drehen durch die verschiedenen Bereiche angetrieben wird durch die drei Grundübel, nämlich Unwissenheit, Aversion und Anhaftung oder Begehren. But Shantideva's genius wasn't sort of focusing on the middle of the wheel, which is where our attention is. But if you remember the image, well, we all focus our attention on what's in the middle. The genius of the image is that the periphery, the edge of the image that we don't notice until we step back and look, is that all of this is sitting in the jaws of death. Und worauf Shantideva unser Blick aber richtet, in den Versen etwa, die vorgetragen wurden, ist nicht allein in das Zentrum zu schauen, wo wir vielleicht den Blick häufig hinrichten, sondern quasi ein Stück zurückgehen. Und wenn wir dann dieses Bhava-Chakra betrachten, sehen wir, dass dieser ganze Kreislauf der Existenz in den Klauen des Herrn des Todes, in den Klauen der Sterblichkeit steckt. And it's there on the periphery for a reason. It's certainly not news to any of you, I hope, if I tell you right now that someday you will die. I hope that's not news to you. It's probably not even news to you that that's the most important fact about your existence. That's the most important fact about your existence. That's why the moments of your life are valuable. That's why you should care about what you do today and how you interact with others. That's why we think that we're preparing our lives for that moment of death. Most important thing about our lives. But now I ask you, how many of you think about that every moment? How many of you were thinking about it just a few minutes ago? Und es hat einen Grund, warum diese Sterblichkeit, der Tod, an der Peripherie gezeigt, dargestellt ist und nicht direkt im Zentrum. Denn wir alle wissen einerseits, dass wir sterblich sind. Niemand von uns wird das nicht wissen. Und irgendwie haben wir auch so ein Wissen davon, dass diese Sterblichkeit oder dass unser Tod eigentlich das Wichtigste in unserem Leben ausmacht, insofern als wir unser Leben danach ausrichten oder zum Beispiel unser Leben danach bewerten, dass wir einen Moment besonders kostbar erachten, ist angesichts der Sterblichkeit, der Vergänglichkeit unseres Lebens. Oder wenn wir uns fragen, was in unserem Leben als wirklich einen Sinn macht, was wirklich von großer Bedeutung für uns ist, dann bewerten wir das im Angesicht der Tatsache unserer eigenen Vergänglichkeit. Aber andererseits, wenn Jay jetzt fragen würde, wann haben wir zuletzt daran gedacht, an den Tod? Oder denken wir vielleicht sogar jeden Moment daran oder zumindest vielleicht einige Momente zuvor? Dann fällt die Antwort sicher ganz unterschiedlich aus. Shantideva saw that what we do with that knowledge is that we're going to die. Is that we push it to the edge. That's what that picture of the wheel of life is all about. We push it to the edge. We push it to the edge of our consciousness. And when it's sitting at the edge of our consciousness, we don't notice it in the front,
But just like those jaws, it determines and inframes and characterizes everything about us. So we end up acting in our lives and experiencing constantly, subliminally, at the back of our minds, this unease and this dread, this awareness of our own impermanence, but a constant repression of it. And the cost of that repression is that we spin endlessly through psychological states without any control over our lives. Und deshalb ist es sehr trefflich dargestellt, dass so diese Herr des Todes in der Peripherie dieses Daseinsrades gezeichnet ist und dieses aber dann auch in seinen Händen hält, also kontrolliert. Denn auch in unserem Bewusstsein sitzt dieses Bewusstsein des Todes, der Sterblichkeit eher an der Peripherie. Wir sind uns dessen irgendwie bewusst, aber auch nicht. Oder es spielt eine Rolle, mehr vielleicht in unserem Unterbewusstsein. Aber es ist uns nicht wirklich bewusst. Es ist nicht wirklich unsere Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Aber da diese Bedrohung durch den Tod, durch die Sterblichkeit ständig auch vorhanden ist, mehr in unserem Unterbewusstsein, spielt sie eine große Rolle in der Art und Weise, wie wir uns selbst erfahren oder wie wir denken. Und getrieben quasi von dieser Grundangst entstehen diese drei charakteristischen Übel oder Grundübel, die dann unser Kreisen durch diese verschiedenen Zustände der Existenz hervorbringen. Also durch diese Unwissenheit, Anhaft oder Begehren und Aversion kreisen wir quasi willenlos umher, aber doch letztlich angetrieben durch diese Grundangst oder Grundbedrohung durch den Tod. That's the fear that Shantideva is talking about when he's talking about fear in chapter 2. Und das ist diese existenzielle Angst sozusagen oder Furcht, über die die Shantideva in diesem zweiten Kapitel etwa seines Textes erwähnt. And so if we wanted to sum up what Shantideva thinks the phenomenological characteristic of life in samsara is, it's life in constant fear. Und nach Shantideva kann man sagen, sozusagen die phänomenologische Grundstimmung unserer Existenz ist diese ständige Angst vor dem Tod. Now, as Shantideva moves through Bodhicharya Avatara, what we see him doing is telling us how to transform a life that is constantly informed by fear into a life that is informed by confidence, that's informed by a sense of possibility. When we finally get to the 10th chapter, we have a chapter of liberation from fear. That liberation from fear is what enables engaged bodhicitta instead of merely aspirational bodhicitta. Und natürlich bleibt Shantideva dort nicht stehen, sondern der Text im Folgenden handelt davon, wie wir uns aus dieser Grundbedrohung oder dieser Grundangst befreien können hin zu einem Leben, das gekennzeichnet ist durch Mut, durch Vertrauen, durch die Sicht der vielfältigen Möglichkeiten, die sich uns bietet durch Hoffnung und dann zu einem Lebensqualität zu kommen, wie sie etwa dann im 10. Kapitel dargestellt ist, die von diesen positiven Eigenschaften gekennzeichnet ist und die uns dann quasi dieses Leben eines Bodhisattvas ermöglicht und dadurch von diesem bloßen Wunsch, einen Bodhicitta hin zu einem tatsächlich gelebten oder engagierten Bodhicitta zu kommen. And it's in the 8th and 9th chapters that we see Shantideva really focusing on how we are to come to see the world if we want that transformation to be possible. Und besonders im 8. und 9. Kapitel sehen wir, wie Shantideva einen Weg aufzeigt, oder einen Weg aufzeigt, mit dem wir unsere Grundanschauung so verändern können, dass wir uns aus dieser Angst befreien können und hinkommen können zu diesem von Vertrauen getragenen Dasein.
In the eighth chapter in particular, Shantideva concerns himself with the difference between what we might call egoism and a sense of interconnectedness, a transformation of our vision of ourselves as individual isolated actors acting in our own interest to seeing ourselves as interdependent members of a community. Und besonders im achten Kapitel geht es darum, die Meditation zu beschreiben, die dazu führen, unsere Grundeinstellung zu verändern, weg von einer egoistischen, nur selbstzentrierten Haltung hin zu einer Haltung, die basiert auf der Wahrnehmung der Verbundenheit mit den anderen Menschen, mit den anderen Lebewesen. I want to focus on several aspects of the vision Shantideva gives us. And here I'm particularly thinking of the discussion that occurs in verses 90 through about 103, if you are interested in looking at the text later. I won't read the text now, I'll just tell you where that is. Und Jay bezieht sich da besonders auf die Verse 90 bis 103 des achten Kapitels, also für diejenigen, die sich die Mühe machen, in den Text hineinzuschauen oder Interesse daran haben, möchte er sich besonders auf diese Passagen beziehen. Now imagine for a minute what it's like to think of myself from an egoistic perspective. Say it again, please. Imagine for a moment what it's like to think of myself from an egoistic perspective. That's easy to imagine. I know, it's all too easy. Also stellen wir uns einen Moment vor, wie wir diese Welt sehen aus einer egoistischen Perspektive. I think that I'm the center of the universe in a very important sense. There's me and there's everything related to me. The people in front of me, the translator next to me, the place where I am, all the places where I'm not, all the people I'm not talking to, my family, the people who aren't members of my family. Everything can be thought of in a sense where I'm at the center of the universe, and there's a polar coordinate system that uniquely locates everything else in the universe with respect to me. And that's basically, I think, how the world works. Ja, wir kennen das. Also wenn Jay jetzt so wäre, dann würde er sich sehen als das Zentrum des Universums, das Zentrum eines Koordinatensystems, wo man selbst dann eben in der Mitte steht und alles aus dieser Perspektive betrachtet. Man selbst ist der Wichtigste. Und dann gibt es Menschen, die zum Selbst irgendwie dazugehören, sozusagen wie zur eigenen Familie, und andere, die fremd sind, mit denen man sich nicht identifizieren möchte, die man nicht zu seinem eigenen Kreis rechnet. Und alles, was man denkt, wie man tut, was man an Zielen hat und so weiter, entsteht in der Folge dieser Wahrnehmung mit sich selbst so als Zentrum des Universums. Now, all of that might sound really good, but if we pay careful attention, that really generates tremendous anxiety. Und was uns vielleicht nicht bewusst ist, ist, dass doch diese Perspektive, diese Anschauung, diese Sicht eine riesengroße Angst, eine Riesenmenge von Angst produziert. Because then if something happens to one of these things related to me, well, it's kind of a tragedy for me. I mean, if something happens to Christoph, then that's going to cause me terrible pain. Of course, if something happens to somebody I don't know, it won't cause me that much pain. Except at the moment I reflect on that, I think, what kind of person am I that I don't care about that person? And that reflection causes me maybe even more pain, because now I realize there's a problem with me. But worst of all, when I die, right, all in the jaws of death, the whole universe ceases to exist. And that's really a terrible thing, right? Und ja, man sieht alles aus dieser Perspektive. Und wenn jemand zum Beispiel, wenn man selber in Schwierigkeiten ist, das ist eine riesengroße Schwierigkeit, oder auch andere, dann in dem Fall, wenn sie einem irgendwie nahestehend sind, wenn sie direkt mit einem verbunden sind und andere betreffen einen vielleicht nur so insofern, dass man denkt, na, ich sollte ja eigentlich ein bisschen mehr an die anderen denken und das mache ich nicht und deshalb bin ich vielleicht schlecht und so weiter, bezieht man sich wieder nur auf sich selbst. Und wenn man dann stirbt, man ist in diesem
Klauen des Herrn des Todes, dann bricht natürlich damit dieses ganze Universum auch zusammen. Eine fürchterliche Vorstellung. But moreover, when I think like this, I think that I have a reason to care about my own well-being, but no particular reason to care about yours. Because you know what? I'm at the center of the universe, and you aren't. On the other hand, and again, that sounds good for a moment, but then I reflect for a minute, and that means that you, who probably believe falsely that you're at the center of the universe, have a reason to care about your own being and not about mine. And then the world becomes a very dangerous place, because the moment I think that I'm surrounded by people, each of whom has a reason to care about his or her own well-being, but not mine, then I think that the entire world is against me in a fundamental way. This is enshrined, by the way, in modern economic theory. When we think of the economic actor as individually, rationally self-interested, but mutually disinterested, as though there is something rational about adopting a point of view where we are each independent and at odds with and enemies of everybody around us. How rational is that? The Shanti Deva's point, though, Shanti Deva is imagining the development of modern microeconomics and saying, what a crazy view that will be. Ja, wir sehen uns dann im Zentrum, und das bedeutet, ja, ich kümmere mich um mich selbst und ich habe mich um niemand anders zu kümmern. Und vielleicht zu Beginn scheint das noch für uns selber von Vorteil zu sein, diese Sichtweise anzunehmen. Aber wenn wir einen Schritt weiter denken, dann müssen wir davon ausgehen, dass die anderen genauso denken. Das heißt, jeder oder jede für sich denkt auch, ich bin das Zentrum des Universums, kümmere mich um mich selbst und nicht die anderen. Das heißt, letztlich die Konsequenz daraus ist, dass ich doch sehr allein bin, dass ich nicht auf die Freundschaft, auf die Hilfe der anderen rechnen kann und damit sehr allein darstelle. Und diese Art von Vorstellung steht auch sozusagen im Zentrum des Wirtschaftsdenkens, wo es also als rational hingestellt wird, dass jeder zuerst an sein eigenes, an sein Selbstinteresse denkt. Und die Wirtschaft funktioniert auf diesem Grund dieses Prinzips. Aber wollen wir das wirklich für rational halten, besonders wenn wir aus der Perspektive Shantidevas sehen, ist dieses eben überhaupt keine rationale, vernünftige Vorstellung, denn sie isoliert uns voneinander und vertieft noch diese Grundangst, die wir haben. Und deshalb ist Shantideva quasi so jemand, der diese mikroökonomische Sicht vorweggenommen hat, wo wir eine Perspektive entwickeln, die von der gegenseitigen Verbundenheit ausgeht und nicht von der Isoliertheit des Einzelnen. So another way we could think about the experience of samsara is the terror of realizing that we have infinitely many enemies and no friends. Und das hatte ich vergessen zu übersetzen. Also diese Sichtweise, dass wir die Dinge nur aus uns selbst betrachten, führt halt zwangsläufig dazu, dass wir uns fühlen in einer Welt, die im Grunde uns feindlich gegenübersteht, wo wir umgeben sind von Menschen, von denen wir ausgehen müssen, dass sie nur an sich selbst denken, nicht an uns, und damit unsere potenziellen Feinde sind. And Shantideva tries to get us to see things in a very different way, to transform our experience through analogies. As when he says, look, if one hand is hurting, the other hand goes to help it, right? Our hand doesn't say, oh, that's the foot, I don't care about it, right? We see but he's not arguing that we are all one body. He's not crazy. But he's arguing that just as it's perfectly rational for one part of a whole to help another on which it depends, it's perfectly rational to see ourselves not as individual centers, but part of a whole for whom it's helpful to engage in mutual aid. Und Shantideva gibt auch da wieder ein sehr anschauliches Bild,
Und ein Vergleich, in dem er sagt, wenn du zum Beispiel ein Teil deines Körpers krank ist, zum Beispiel eine Hand, dann nimmst du ganz natürlich die andere Hand, um dieser Hand zu helfen. Oder die Hand würde nicht sagen zum Beispiel, ja, das ist der Fuß da, was habe ich mit dem Fuß zu tun? Sondern wir nehmen die eine Hand und kümmern uns zum Beispiel um den Fuß, wenn er krank ist. Warum? Weil wir eine Sicht haben, die unseren Körper als eine Einheit betrachtet. Und es ist dann ganz vernünftig ist, dass ein Teil dieser Einheit einem anderen Teil dieser Einheit hilft, um dieser Einheit willen und allen der Teile, die damit verbunden sind. Und Shantideva sagt, das ist die Sicht, die wir anwenden können auf unser Verhältnis zu den anderen, dass wir im Grunde die ganze belebte Welt, wie er sagt, als eine Art Ganzes, als eine Einheit begreifen, von der wir jeweils Teil sind und in der es dann nur vernünftig ist, dass wir als ein Teil dieser einen Lebenswelt uns genauso um andere Teile kümmern, wie wir uns mit einer Selbstverständlichkeit in einem Teil unseres Körpers um einen anderen Teil unseres Körpers kümmern. And Shantideva points out the fundamental irrationality of thinking that because, say, suffering is mine, that there's a reason to be averse to it, or that pleasure is mine, there's a reason to be attracted to it. I mean, he points out there are lots of things that are mine that I don't have any particular reason to be averse to. I mean, think about my head, for instance. It's my head, so I should try to get rid of it? That makes no sense at all. Or to think that when my fingernails get long, I say, because they're my fingernails, I shouldn't cut them off. Something's being mine is not a reason to either care about it or not care about it. Instead, Shantideva says, suffering is simply bad. That's why we care about it. That's why I care about my suffering or my happiness, because my suffering's bad and my happiness is good. Not because it's mine, but because suffering is bad and happiness is good. When I take that perspective, though, the mind falls out of it, and the only rational motivation is to act to eliminate suffering because it's bad, to act to promote happiness because it's good. What Shantideva is doing now is trying to reorient the way we experience the world, our phenomenology of the world, from a phenomenology in which we are the center of the universe and have reasons to act only egoistically, a phenomenology that has to lead to fear, has to lead to vice and unhappiness, into one in which we see ourselves as part of an interdependent whole. And when we do that, bodhicitta simply naturally arises, because there's no obstacle to bodhicitta. Sorry. Ja, der Gedankengang oder das Argument, das Shantideva bringt, ist folgendes, dass er sagt, unsere Situation oder unsere Einstellung ist so, dass wir, wenn wir leiden oder wenn wir Glück erleben, Leiden loswerden wollen oder Glück erleben möchten und behalten möchten, weil wir denken, es ist meins. Es ist mein Leiden, deshalb will ich es loswerden. Es ist mein Glück, deshalb möchte ich es behalten oder erreichen. Der sagt, das ist aber kein gültiges Argument, kein gutes Argument, denn zum Beispiel, ich habe auch meinen Kopf, deshalb will ich ihn nicht loswerden, nur weil er mein ist oder die Fingernägel oder sonst etwas, sondern wenn ich etwas loswerden möchte, dann eigentlich, weil es etwas Negatives ist, nicht weil es mein ist. Das ist nicht der Hauptgrund. Und wenn ich etwas erreichen will, dann deshalb, weil es gut ist und nicht, weil es mein ist. Und er argumentiert, dass wir so unsere Sichtweise verändern können auf Glück und Leiden. Also Glück ist zu erreichen, weil es etwas Positives ist. Leid ist zu überwinden, weil es etwas Negatives ist. Unabhängig davon, ob es zu mir oder zu jemand anders gehört. Leiden wird dadurch nicht weniger schlecht, wenn es oder weniger schlecht oder unerwünscht, weil es zu jemand anders gehört, statt zu mir. Und Glück wird nicht deshalb wichtiger, weil es zu mir gehört, statt zu jemand anderen. Also deshalb muss die Perspektive darauf gerichtet werden, Leiden quasi abzulehnen oder überwinden zu wollen, einfach weil es leidhaft ist. Und Glück vermehren zu wollen, weil es Glück ist. Das ist die Perspektive. Und dadurch
nehmen wir eine andere Wahrnehmung oder Perspektive ein oder eine andere Phänomenologie sozusagen, aus der wir unser Leben betrachten. This is the trend. Und das, Entschuldigung, und damit ist quasi der Weg offen für diese Bodhicitta-Einstellung. Dann gibt es nichts mehr, was diesem Bodhicitta-Entwicklung, dieser altruistischen Entwicklung im Wege stehen könnte. So from Shantideva's perspective, just as the real Jay Rinpoche said that primal confusion isn't the absence of knowledge, but the active superimposition of a false view of reality on reality itself. Shantideva sees egoism not as simply the absence of bodhicitta, but the actual superimposition of an insane view of reality on the way we really are. And just as an understanding of reality as interdependent arises when we stop superimposing an erroneous understanding of phenomena as having essences, as being discrete and independent and permanent. Bodhicitta naturally arises when we stop superimposing this view of ourselves as egos at the center of a universe. So we transform our experience of a world from one with infinitely many enemies and no friends into a world in which we have infinitely many people to whom we are interconnected by bonds of care and not a sense of isolation. Ja, und wenn man von Unwissenheit redet, also so macht zum Beispiel Jay Rinpoche, nämlich die echte Jay Tsongkhapa, aufmerksam, dass es sich nicht Unwissenheit nicht um bloßes Nichtwissen handelt, sondern eine verzerrte Sicht der unserer Lebenswirklichkeit. Also das heißt, wir fügen oder wir projizieren quasi eine Sicht auf die Welt, die mit der Welt nicht übereinstimmt. Das ist Unwissenheit. Unwissenheit bedeutet nicht einfach Nichtwissen. Deshalb ist es eher eine Desorientierung oder eine Verwirrtheit, die diese Unwissenheit kennzeichnet. Und das bedeutet, Unwissenheit zu überwinden, bedeutet dann diese Wahrnehmungsweise zu verändern, wo wir dann der Tatsache der Abhängigkeit, der Relativität unserer Wirklichkeit Rechnung tragen oder eine Sichtweise zu entwickeln, in der wir der Vergänglichkeit Rechnung tragen. Und genauso ist es jetzt bei Shantideva, dass hier es darum geht, eine grundsätzliche Veränderung unserer Sichtweise zu erreichen, wo wir uns nicht mehr als ein isoliertes Zentrum des Universums begreifen, nicht verbunden mit anderen, sondern uns sehen als ein Teil dieses quasi Universums der Lebewesen und dann unser Leben aus dieser Perspektive betrachten. Und das ist dann, da haben wir eine Sicht und ein Gefühl, eine Sicht auf unsere Lebenswelt, die von dieser Verbundenheit gekennzeichnet ist und damit auch durch Mitgefühl, Sorge umeinander und nicht mehr von dieser Isoliertheit und quasi von dieser Sicht, in der wir umgeben sind von lauter potenziellen Feinden. And this results in a kind of liberation, a moral freedom that goes along with the freedom that we might characterize more broadly as nirvana or freedom from suffering. This aspect of freedom, this moral aspect of freedom, is the freedom from being merely reactive in a kind of unthinking, instinctive, and dysfunctional way. And it's a freedom that allows us to replace being reactive with being genuinely responsive, with being attentive to others, being attentive to ourselves, and being able to respond thoughtfully, mindfully, and with a knowledge and an understanding of the nature of reality. Und Nirvana oder Befreiung kann man dann verstehen als eben eine andere Perspektive, eine andere Sicht auf unser Leben und eine, in der wir nicht aus diesem Gefühl der Isoliertheit heraus und des Nichtsehens der Verbundenheit
und aufgrund dieser Grundängste, von denen wir gekennzeichnet sind, einfach irgendwie ohne Reflexion handeln, impulsiv handeln aus diesen Grundübeln heraus, können wir hinkommen zu einer Sichtweise oder einem Verständnis von uns selbst, wo wir über uns selbst reflektieren, wo wir unsere Aufmerksamkeit richten auf die Natur dieser Wirklichkeit, der Verbundenheit mit den anderen und dann auch eben in einem moralischen Sinne bewusster und aus dieser positiven Sicht heraus sehen, die Welt sehen und auch handeln. Und deshalb geht es im Grunde um diese Veränderung der Sicht, die man dann als Befreiung verstehen kann. And so we see that even at the apex of Mahayana thought, we're brought right back to the very first things the Buddha said in public after his awakening, that central to morality is right view and right mindfulness. Und deshalb kann man sehen, nachdem man diesen langen Weg gegangen ist durch das Mahayana, dass man im Grunde wieder zurückkommt zu dem, was der Buddha schon in den ersten Lehrrede gesagt hat, dass im Herzen von Ethik oder Moral, es geht um die rechte Sicht und die rechte Achtsamkeit. Now we have time for questions and discussion. Jetzt gibt es Zeit für Fragen. Ich wollte einmal fragen, in welcher Umgebung Shantideva diese Sätze oder diese Lehrreden aufgeschrieben hat. War er so der Einzige in seiner Umgebung oder war er der Erste oder war er der Erste, der so etwas so gesagt hat, wie er sozusagen so klar? That's a wonderful question. Shantideva is writing in about the 8th century in Nalanda University. And Nalanda is a really big university. There's probably about 15 or 20,000 monk students in a number of monastic colleges, in really what is the premier university in Asia at the time, and indeed in the world at the time. There's no place that compares. But because he's working I should let you translate, I'm sorry. Also, das ist eine sehr schöne Frage und interessante Frage. Wir müssen das so vorstellen, dass Shantideva Gelehrter war, ein Mönch war, ein Lehrer war in Nalanda, im alten Indien eine riesengroße buddhistische Klosteruniversität mit vielleicht 15.000 bis 20.000 Mönchen mit verschiedenen Departments, in den verschiedenen Aspekte der buddhistischen Lehre studiert wurden, gelehrt wurden. So it's a place of great scholarship, and we know that Shantideva's scholarship was considerable, because when we look at the sources that he quotes in his other great text, Shiksha Samuchaya, it's clear that he has an enormous knowledge of Buddhist literature. Und er gilt als großer Gelehrter, und das kann man sicher auch so gut begründen, denn es gibt ein anderes Hauptwerk von Shantideva, Shiksha Samuchaya, die Sammlung dessen, was zu üben ist, etwa. Und das ist im Grunde eine Sammlung von unglaublich vielen Zitaten aus verschiedenen buddhistischen Quellen der damaligen Zeit. Das heißt, er muss ein sehr großes Wissen gehabt haben über die vielfältigen Texte, die es im Buddhismus zur damaligen Zeit gab. And so Shantideva is developing ideas which were already in the air, as we might say. In particular, Shantideva is reflecting ideas about our perspective on our own existence and about karuna, about care, that come from Aryadeva, Nagarjuna's immediate disciple in about the 3rd century, and Chandrakirti, who's working in the 6th century in Majjhimaka Avatara Bhasya, and in Chandrakirti's commentary to Aryadeva. So ideas like this, excuse me, and in Ratnavali, in Nagarjuna's ethical text, ideas like this about the importance of right view, about the importance of transformation, are certainly there right through the Mahayana Buddhist tradition. Shantideva's genius, I think, is the clarity with which he brings them together, the sustained focus on ethical cultivation throughout the text of Bodhicharya Avatara, the brilliant analogies, the profound arguments, and the anticipations and replies to objections. So I think Shantideva
is great because of his systematization of Buddhist ethics, not because he comes up with the ideas on his own. And that's something what he even says in the first... Exactly. He says, there's nothing original here. I'm not even a very good writer. I'll just sort of say what I think. Of course, he's being modest, but yes. Ja, das, aber Shantideva und dieses Werk entstand nicht quasi aus dem Nichts, sondern ist Teil einer Entwicklung. Und wichtige Lehrer, die ihm vorausgegangen sind, sind natürlich Nagarjuna. Es gibt ein Werk von Nagarjuna Ratnavali, das sich besonders auch mit ethischen Fragen beschäftigt und nicht allein mit dieser Philosophie der Leerheit. Dann Ayadeva, ein Schüler oder der Hauptschüler von Nagarjuna, ist da zu nennen. Wie zum Beispiel die 400 Verse von Ayadeva. Dann sind es Chandrakirti, der zu Nagarjuna und speziell auch Ayadeva Kommentare verfasst hat. Diese alle haben diese Ideen auch schon entwickelt. Sie waren schon vorhanden. Aber was das Besondere ist an Chandideva ist, dass er diese Ideen so in diesem Text zusammenstellt, in einer systematischen Art und Weise, dass er sehr stark eben auf diese existenzielle Grundsituation Bezug nimmt, dass er dann seine Gedanken vorstellt, wirklich in einer Art von Kontemplation oder Meditation, die man selber übernehmen kann. Man liest den Text quasi aus der eigenen Perspektive, wie aus der ersten, als wenn man ihn selbst verfasst oder selber, dass man ihn selber kontempliert. Und er ist voll davon, dass er mit Argumenten für diese Perspektive, diese Sichtweise, wie sie hier geschildert wurde, und ständig werden auch die Einwände vorgebracht, die wir normalerweise dann haben, womit wir unsere gewohnheitsmäßige, egoistische Sicht quasi rechtfertigen wollen, automatisch. Die werden dort sehr deutlich formuliert, immer vorweggenommen und dann eine Antwort darauf gegeben. Dann auch diese klaren Bilder, diese Bildersprache häufig, die diese schwierigen Gedanken eben sehr griffig machen für die eigene Kontemplation. Also das sind Besonderheiten, warum Shantidevas Text so unglaublich wichtig und populär geworden ist in der Mahayana-Tradition bis auf den heutigen Tag. Jetzt gibt es ja Menschen, die haben nicht die richtige Sichtweise, die richtige philosophische Sichtweise. Zum Beispiel, wenn jemand an eine Seele glaubt, die beständig ist, und der glaubt an einen Gott und der erlöst ihn dann nach dem Tod und dann kommt man in ein Paradies. Und also da haben die natürlich nicht die richtige philosophische Ansicht, würden wir sagen. Und diese Menschen können doch trotzdem mitfühlend handeln und anderen Menschen helfen, also ethisch leben. Wie kommt das zustande? So, absolutely. Isn't it, how can that be possible? Oh, I think that that's very reasonable. So you've described my mom. Trifft die Beschreibung trifft ziemlich exakt auf Jays Mutter zu. I don't think, and I'm sure Shantideva didn't think, that a Buddhist perspective is a necessary condition for leading a good life. It is, however, one possible route to that life, and one good reason for thinking about one good way of getting to a good life, not the only road. His Holiness the Dalai Lama is always emphasizing that every religious tradition provides some route to a good life, and I think that's probably right. On the other hand, there's another point to make, and that is when we talk about a kind of moral framework, the point that I've been trying... Should I pause for a minute? Also ich denke, wir wissen natürlich nicht genau, was Shantideva über andere Sichtweisen gedacht hat, aber Jay glaubt nicht, dass Shantideva sagen würde, diese buddhistische Philosophie sozusagen ist der einzige Weg, um diese Art von Perspektive einzunehmen, die uns zu guten Menschen macht.
Und wie seine Heiligkeit der Dalai Lama immer wieder sagt, dass alle Religionen bieten irgendwie einen Weg dorthin, der uns zu moralisch besseren Menschen macht. Und Jay würde das auch so unterschreiben. Aber Shantideva bietet eben einen Weg an, der zu dieser positiven Transformation führen kann oder hilfreich sein kann. What I've been trying to emphasize is that the Buddhist analysis of what it is to lead that life might nonetheless be different from, say, a Christian analysis or a Jewish analysis or a Kantian analysis or an Aristotelian analysis of what that is. And the important point here is that what the Buddhist analysis that Shantideva is offering is that what's going on in the moral transformation of people who lead a morally exemplary life, even if they don't know it, is that there's a difference in moral experience, a difference in how they experience the world. We don't come to lead a better life. We don't come to lead a really good moral life by suddenly recognizing what our duties are or a list of good behaviors. We come to lead our moral lives by seeing ourselves and the world differently. And so the idea isn't that only through Buddhism can you do that. But the Buddhist idea is that whatever way you come to moral perfection, what you're doing fundamentally is not transforming what you do or even the reasons for which you do it, but rather fundamentally at the base, you're transforming the way you experience yourself, others, and the world in which you live. That's the real thing. So that even though my mother might believe that what makes her good is that she's following the commands of God, I know that what makes her a lovely person is that she just sees the world as a place in which you act for the benefit of others. Ja, und Shantideva setzt sich jetzt nicht damit auseinander, dass er sagt, oder argumentiert ja nicht, die buddhistische Philosophie oder Metaphysik ist jetzt der einzige Weg, um zu einem moralischen Leben zu kommen. Und im Gegensatz zu Christentum oder der Vorstellungswelt, der Weltanschauung des Christentums, des Judentums oder von Kant oder von Aristoteles, sondern worum es Shantideva geht, ist zu zeigen, dass wir zu einem wirklich moralischen Leben nur dann finden oder diese Transformation nur dadurch stattfinden kann, dass wir unsere Wahrnehmung verändern, wie wir selbst mit anderen in dieser Welt sind. Und wenn wir das nicht tun, können wir nicht wirklich zu einer moralischen Person werden. Wir werden nicht zu einer moralischen Person, indem wir eine Liste von Verhaltensregeln quasi oder moralischen Regeln übernehmen, sondern durch diese Transformation unserer Sichtweise oder unserer Art, wie wir uns in dieser Welt erleben. Und so, das kann in jeder Religion passieren. Zum Beispiel Jays Mutter, würde sie vielleicht denken, dass sie eine moralische Person ist, liegt daran, dass sie Gottes Geboten folgt. Und Jay würde vielleicht sagen, es liegt einfach daran, dass sie eine mitfühlende Person ist. And don't go telling her that I used her as an example in a Buddhist Dharma center. Auf jeden Fall. Falls Sie sie jemals treffen sollten, sagen Sie bitte nicht, dass Jay seine Mutter, dass er sie in einem buddhistischen Zentrum erwähnt hat, als Beispiel. Ist noch eine Frage da? So Jay, you commented on microeconomics and this egoism and that you see everybody as the enemy of a competitor, rat race and so on. But I think in Western philosophy, the Greeks probably developed this concept of the free individual person standing on its own. That is somehow sort of a base of our Western civilization from a philosophical view. And that doesn't contradict to behave morally if you start with yourself as you yourself at the center of the universe. So I don't see in what you explained, a logical consequence that only if you somehow put yourself out of the center, you can become moral. You can also become moral, have moral values if you
insist on your individuality and your freedom to act this or that way. Yeah. Mm. So I see no reason why it cannot go the other way as well. That's a very good question. Do you want to translate it into German first? Nein. Muss ich die Frage übersetzen? Nein. Okay. Ja? Ja, ja, ja. Können Sie selber übersetzen. Ja, kurz. Die Frage ist die, dass hier wurde ja gesagt von Nagarjuna oder so, dass man sich nicht selber so ins Zentrum stellen sollte, sondern dass die anderen, dass man also ein Bestandteil einer Gesellschaft ist oder wenn man die ganze belebte Welt nimmt, auch die Tiere natürlich mit einbezogen und dass da heraus dann eben dieses Mitgefühl und die Hilfe für andere erwächst. Aber ich meine, das ist nicht zwingend logisch, sondern es kann genauso gut sein wie in der griechischen Vorstellung, Individualisierungskonzept ja eigentlich entwickelt haben, was in Asien vielleicht praktisch gibt, aber nicht philosophisch in dem Maße. Und dass also dieses freie, starke, unabhängige, auf sich selbst bezogene Individuum eben genauso eine Ethik entwickeln kann, wie ja die Stoa und die andere philosophische Richtungen in Griechenland und Rom entwickelt haben. Also da sehe ich keine zwingende Notwendigkeit der buddhistischen Philosophie dazu folgen, dass das der einzige Weg wäre. That's a very good and very profound question. Ja, eine sehr gute und sehr tiefgründige Frage. Now we could argue a little bit about Greek metaphysics. Jetzt könnte man natürlich sich über die griechische Metaphysik unterhalten. Because I look at the position of Greek ethical theory with regard to individuality slightly different and see people like Aristotle and the Stoics as taking social structures as more primitive than individuals. But that's a little bit beside the point. Weil erstmal würde vielleicht Jane nicht so ganz oder würde sagen, diese ethische Position der griechischen Philosophen, die Ethik, nicht so sehr mit diesem Individualismus so stark verbinden, weil er sieht in der Position vor der Stoiker und Aristoteles. Mm-hmm. So, what's it? What I said, that's a little bit beside the point. That's not central to the question. So because then we just relocate the source, right? So I'm not going to worry about that. Okay, yeah. But what was about Aristotle and this? Just that I think that actually they take an identity of the individual in terms of the polis or the collective. Also die Individualität ja auch immer in Verbindung mit der Polis, mit der Gemeinschaft gesehen haben. Aber das ist jetzt, würde zu sehr abführen von dem Punkt, das jetzt auszudiskutieren. The real question is, even in the context of a pervasive, more modern culture that I really think starts with Augustine and people like that, where we really do take individuality and a kind of autonomy for granted, how is it possible that we still manage to generate morality? That's a question. That's really the question, yeah. Die eigentliche Frage, um die es geht bei Ihnen, ist die Frage, dass wie wir so mit einer modernen Sicht, die wahrscheinlich seit Augustinus sich entwickelt hat, wie wir mit dieser Sicht der Individualität, der Unabhängigkeit, der Autonomie der Person eine echte Moralität entwickeln können. I want to offer two answers to that question at slightly different levels. Und er möchte zwei Antworten auf diese Frage versuchen, aus zwei verschiedenen Ebenen. One is this, that virtually every moral tradition, not quite literally but close, converge on the same general conceptions of what a decent human life looks like. That is, we don't find a kind of moral tradition that says what you really should do is torture babies, right? Or that somehow generosity is a bad thing. We just don't find traditions like that. Und ein wichtiger Punkt ist, dass egal welches moralische System oder Begründung dahinter stehen mag, wir doch immer am Ende auf etwas Ähnliches hinausläuft. Das heißt, wir finden kein moralisches System, keine Ethik auf der Welt, die wirklich sagen würde, es ist gut, Babys zu
quälen oder die sagen würde, Freigebigkeit ist keine gute Sache. And so that you're going to get a kind of convergence in broad moral behavior, regardless of what the moral framework is, though sometimes for different reasons. Das heißt, wir kommen dann letztlich doch auch auf einen gleichartigen oder vergleichbaren, zu einer vergleichbaren Moral, ganz unabhängig davon oder trotz unterschiedlicher Begründungen, ethischer Begründungen, die gegeben werden. But the deeper reason, the deeper answer, I think, is this, that very often we can begin from a perspective that says, look, you are a free, autonomous being, and you have certain responsibilities, maybe given by God or maybe given by pure reason, to act in particular ways for the benefit of others, and that's your obligation, one that's really emphasizing this. But then what we find is that in trying to follow out those obligations and to develop those visions, we almost instinctively come to see ourselves and others in different ways. And if the Buddhist account is correct, and I kind of think it is, when we get really profound moral transformation instead of a superficial transformation, you can get a superficial transformation that's still really good. If somebody has a really clear sense of duty, they may lead a very productive life, but I don't think it's a life that's kind of fully developed. If somebody has a very clear sense of how to be just or how to benefit society, they may lead a pretty good life, though I don't think a really deeply good life. But often the consequence of that is that our moral vision is then transformed, and we actually maybe move from seeing ourselves as the center to decentering ourselves. And that obligation to benefit others puts others more at the center. And even if we don't theorize it that way, the real transformation is a transformation not in behavior but in vision. The Buddhist contribution, I think, is to see that as the deepest and most profound transformation. That the transformation that we're after, when we raise our children, we don't necessarily want to raise them to be dutiful or to be good calculators of utility or to be impartial administrators of justice. We want to raise them as people who see the world in a fundamentally generous, kind, interconnected way and understand themselves as part of a greater whole that is a fundamentally good place to be good in. And that's a transformation of vision. And I think that all of the great moral systems and great metaphysical systems, to the extent that they're great, facilitate that transformation of vision. Jochen, es gibt so eine moralische Empfindung, die heißt Schadenfreude. Weil er weiß, jetzt muss das alles übersetzen. Aber ich kenne ihn, er ist ein ganz Lieber. Also. Naja, auf jeden Fall, die zweite Antwort ist, dass Jay denkt, selbst wenn man jetzt von einer anderen Perspektive herkommt, also zum Beispiel gibt es ja diese Art von Pflichtethik, vielleicht, ich muss mich gut verhalten, weil das Gebot Gottes ist und ich folge dem Gebot Gottes. Oder nach Kant ist es eine rationale oder vernünftige Entscheidung, ethisch zu leben und weniger eine Herzensangelegenheit sozusagen. Oder wir kommen eben aus diesen verschiedenen Richtungen oder auch des Utilitarismus, der sagt, so man macht das, was die besten Konsequenzen hervorbringt und man mehr nach Vernunftgründen hier sucht, warum man sich in einer Weise verhält oder was in einer bestimmten Weise verhält, oder warum man gerecht ist und so, was Gerechtigkeit bedeutet und so weiter. Man mag viele Theorien da haben, die eben vielleicht auch von diesem Individualismus ausgehen, dass gesagt wird, ja, du bist ein individuelles, selbstverantwortliches Wesen natürlich, bist verantwortlich und deshalb musst du all diese Gedanken dir machen, was ein ethisches Leben bedeutet. Und man von diesem Standpunkt ausgeht, aber dann doch zu dem Ergebnis kommt, wenn man nach diesen Vernunftgründen dann quasi ethisch lebt, dass durch die Praxis, habe ich das verstanden, dann auch tatsächlich diese Transformation auf einer tieferen Ebene zustande kommt, auf der Ebene der eigenen Wahrnehmung, wie man die anderen wahrnimmt.
und nicht mehr rein aus dieser egoistischen Perspektive. Das ist dann also de facto im Ergebnis dann auch zu dieser Transformation tatsächlich führt. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir gerne wollen oder was wir erreichen möchten, wenn wir von einem moralisch entwickelten Menschen sprechen. Also wir möchten nicht, dass unsere Kinder bloße Pflicht folgen, um moralisch gute Menschen zu sein, sondern möchten, dass sie tatsächlich wirkliche, freundliche, liebevolle, mitfühlende Menschen werden, die aus diesen Herzenseigenschaften heraus moralisch positiv sich verhalten. Und was vielleicht der Buddhismus jetzt davon unterscheidet, ist die Herangehensweise, dass man schon in erster Linie bei dieser Transformation der Wahrnehmung ansetzt. Nicht so sehr danach fragt, was ist eigentlich theoretisch Gerechtigkeit und vernunftmäßig Gerechtigkeit oder rechtes Handeln und so weiter, um klare Regeln aufstellt so sehr, sondern eigentlich es darum geht, unsere Wahrnehmung zu verändern. Und daraus ergibt sich dann mehr auf eine natürliche Art und Weise das korrekte moralische Handeln. Thanks very much. Vielen Dank. Thank you very much. And thank you, Dr. Very much.